Woran erkennt man, dass ein Anwalt lügt? Seine Lippen bewegen sich. Und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Rechtsfreunde, zu einem neuen Video. Dieses Zitat aus dem Buch Der Regenmacher von John Grisham beschreibt, so sieht es jedenfalls ein nicht unerheblicher Teil der Bevölkerung, den Archetypus eines Rechtsanwalts. Der Rechtsanwalt als Winkeladvokat, der auf unlautere Methoden zurückgreift. Und selbst wenn laut einem Vertrauensranking immer noch mehr als 2/3 der Menschen in Deutschland dem Rechtsanwalt vertrauen, hält sich das Klischee vom lügenden Rechtsanwalt hartnäckig. Aber wie ist das eigentlich richtig? Darf der Anwalt vor Gericht oder in Schrift setzen Lügen, was der Teufel hält? Darf er vielleicht Tatsachen unter den Tisch fallen lassen? Und wenn das verboten ist, was sind eigentlich die Konsequenzen daraus? Zur Beantwortung dieser Fragen schauen wir zunächst einmal in die Bundesrechtsanwaltsordnung und dort in den Paragraphen 43. Dort heißt es: Der Rechtsanwalt hat seinen Beruf gewissenhaft auszuüben. Er hat sich innerhalb und außerhalb des Berufes der Achtung und des Vertrauens, welche die Stellung des Rechtsanwalts erfordert, würdig zu erweisen. Ich übersetze mal kurz. Na, na, böser Anwalt, böse Dinge darf man nicht tun. Wir Juristen nennen das einen unbestimmten Rechtsbegriff. Deshalb sind auch einige Juristen der Ansicht, dass dieser Tatbestand überhaupt keine Rechtswirkung mehr entfaltet. Die herrschende Meinung hingegen sagt noch, er hat immer noch eine Funktion eines Auffangtatbestandes, wenn wir nichts anderes haben. Aber wir haben etwas anderes. Und zwar den Paragraphen 43a der BRAU. Und dort heißt es, der Rechtsanwalt darf sich bei seiner Berufsausübung nicht unsachlich verhalten. Unsachlich ist insbesondere ein Verhalten, bei dem es sich um die bewusste Verbreitung von Unwahrheiten oder solche herabsetzende Äußerungen handelt, zu denen andere Beteiligte oder der Verfahrensverlauf keinen Anlass gegeben haben. Dem Anwalt ist also untersagt, durch Verbreitung von Unwahrheiten die Wahrheitsfindung im Prozess zu erschweren, was letztendlich das Verbot der Lüge darstellt. Aber keine Regel ohne Ausnahme. Und davon gibt es gleich zwei und zusätzlich noch einen Bereich, den man als dunkelgraue Zone betrachten muss, den ich aber der Dramaturgie willen als letztes abhandeln werde. Ausnahme Nummer 1. Das Lügeverbot betrifft nur Tatsachen, nicht aber Rechtsansichten, also die juristische Bewertung. Ich kann also immer behaupten, das, was tatsächlich vorliegt, erfüllt nicht den Tatbestand eines Diebstahls. Gut, wie ernst man mich da nimmt, ist noch eine andere Frage, aber das ist wirklich das, was Juristen täglich und ständig machen. Den Sachverhalt interpretieren, zugunsten des eigenen Mandanten interpretieren. Ich selbst habe mal vor einiger Zeit in der Verhandlung gesessen und da kam ein Punkt zur Sprache, den man vorher nicht wirklich antizipieren konnte. Und dann habe ich einfach geblufft und gesagt, die Rechtsprechung hat das so und so entschieden. Und später bin ich dann in die Kanzlei gekommen, habe nachgeguckt und die Rechtsprechung hat es tatsächlich in dem Sinne entschieden. Glück gehabt. Da kann man auch sagen, ja, dass Rechtsprechung existiert, ist das vielleicht nicht auch wieder eine Tatsache, aber das ist noch eine Grauzone, die akzeptiert wird. Zweite Ausnahme. Ich bin als Anwalt nicht verpflichtet, den Wahrheitsgehalt der Aussagen meines Mandanten zu überprüfen. Einerseits bin ich kein Detektiv und käme dann zu nichts anderem mehr. Zweitens würde das auf lange Sicht das Vertrauensverhältnis zum Mandanten zerstören. Klar, wenn ich das Gefühl habe, der erzählt mir nur hanebüchenen Unsinn, dann werde ich allein aus Beweisgründen mal nachfragen und sagen, passen Sie mal auf, das müssen Sie mir mal ein bisschen genauer erläutern oder mal ein bisschen unterfüttern. Aber ich werde den Teufel tun und einen auf Sherlock Holmes machen. Also, ich darf auch Dinge vortragen, die ich selbst für seltsam erachte. Kommen wir zu der Ausnahme, die ich am Anfang als dunkelgraue Zone benannt habe. Die ist im Strafprozess nicht so relevant, da ich nicht verpflichtet bin, an meiner eigenen Überführung mitzuwirken. Im Zivilprozess hat sie jedoch eine immense Relevanz. Darf ich Tatsachen weglassen? Warum erachte ich diesen Punkt als wohl so relevant? Ganz einfach. Weil die Entdeckungsgefahr viel geringer ist. Es handelt sich nämlich häufig um Tatsachen, über die nur ich verfüge, über Kenntnisse, Unterlagen. Und da ist man doch schon mal geneigt, vielleicht diese Sachen einfach unter den Tisch fallen zu lassen, wenn die unangenehm für einen selbst sind. Man sollte sich als Anwalt aber gut überlegen, inwieweit man sich in dieses Spannungsfeld begibt.
Denn hier kollidieren mehrere Normen und Pflichten des Anwalts miteinander. Zuerst schauen wir uns die Brau in § 43a nochmal genau an. Unsachlich ist insbesondere ein Verhalten, bei dem es sich um die bewusste Verbreitung von Unwahrheiten handelt. Verbreitung meint ja nicht aufrechterhalten. Und in der einschlägigen Kommentierung dazu habe ich auch nur die Passagen gefunden, dass der Anwalt ungünstige Umstände nicht offenlegen muss. Das heißt, ich muss nicht alles Wahre, was ich weiß, gemäß der Brau vortragen. Des Weiteren bin ich als Anwalt auch Berufsgeheimnisträger und es gibt eine strafrechtlich abgesicherte Schweigepflicht. Das ist aber nur die eine Seite der Medaille. Mit diesen beiden Normen kollidieren zwei andere Normen. Fangen wir mal mit der etwas harmloseren an. § 138 ZPO. Die Parteien haben ihre Erklärung über tatsächliche Umstände vollständig und der Wahrheit gemäß abzugeben. Und demnach müssen auch die Bevollmächtigten Einzelheiten vortragen, um dieser prozessualen Wahrheitspflicht zu genügen. Tja, und wenn man sich einfach nicht dran hält, gehen wir mal vom Worst Case aus. Das Gericht und der Gegner erhalten beide Kenntnis davon, dass wir wiederum über Unterlagen oder Erkenntnisse verfügten, die unseren eigenen Anspruch zu Fall bringen würden. Das sieht erstmal nicht gut aus. Natürlich können wir den einen Punkt schon mal abhaken, wir beschädigen aber auch im gesamten Verfahren unsere Glaubwürdigkeit. Und damit noch nicht genug. Hieraus können gegebenenfalls Schadensersatzansprüche des Gegners resultieren und es handelt sich vielleicht sogar um eine Straftat, ein versuchter oder vollendeter Prozessbetrug. Tja, und diese Norm macht die Angelegenheit, wenn der Anwalt über Erkenntnisse verfügt, die er nicht rausgeben soll, nicht mehr ganz so lustig. Auf der einen Seite die Schweigepflicht, auf der anderen Seite der Prozessbetrug. Und in einem solchen sich zuspitzenden Dilemma, wenn man erkennt, dass der Mandant einen selbst oder das Gericht deutlich belogen hat, was die Ansprüche angehen, dann gibt es meines Erachtens nur eine Handlungsmaxime. Cut. Das Mandat beenden. Ich kann auf der einen Seite nicht mithelfen, hier einen Prozessbetrug zu begehen. Ich kann aber auch nicht sagen, mein Mandant hat gelogen. So, jetzt breche ich mal eben meine Schweigepflicht und sorge erstmal dafür, dass ein Verfahren wegen Prozessbetruges gegen ihn eingeleitet wird. Deshalb raus aus der Nummer. Und manchmal kann man gar nichts für das Dilemma, denn der Gegner legt sogar manchmal Unterlagen vor, wo er selbst die entscheidenden Tatsachen, die seinen Anspruch stützen, nicht sieht und der Richter die auch nicht sieht. Und dann sitzt man da plötzlich in der Verhandlung und denkt sich, ich check nicht, dass ihr beide es nicht checkt. Ja, und dann, was macht man dann? Blöde Situation. Die Frage lasse ich übrigens mal offen. Mal sehen, wie ihr die lösen würdet. Kommen wir zum Fazit. Ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich noch kein Mandat aus diesen Gründen niedergelegt habe. Vielleicht ist es aber auch eine Typfrage, wenn man von Anfang an deutlich macht, okay, wir machen hier in unserer Kanzlei keinen Schmuh, sondern wir versuchen eine tatsachenorientierte Lösung zu finden. Verfahren deswegen gibt es jedoch relativ selten. Ob das aber der geringen Entdeckungswahrscheinlichkeit geschuldet ist oder das Ganze stiefmütterlich von den Behörden behandelt wird oder aber ob die Anwälte wirklich alles Engel sind, kann ich nicht beurteilen. Es gibt jedenfalls keine Evidenz dafür, dass in Deutschland Heerscharen von Anwälten herumlaufen, die die Tatsachen verändern. Wir Anwälte beschränken uns in der Regel darauf, die Dinge größer, kleiner, schmaler, breiter, schöner oder hässlicher dastehen zu lassen, als sie sind. Und das könnte der Grund sein, warum viele Menschen sagen, okay, das ist ein Winkeladvokat, das ist ein Lügner, weil wir die Dinge eben in einem anderen Licht beschreiben, wenn wir argumentieren. Aber es liegt nicht im ureigensten Interesse des Anwalts, Tatsachen zu verdrehen. Ich will aber nicht ausschließen, dass das natürlich nie passiert, dass Tatsachen verändert oder nicht offenbart werden. Häufig passiert das aber unterbewusst. Und ich will auch nicht ausschließen, dass das mir schon mal unterbewusst passiert ist. Deshalb sollte man sich insbesondere in hochstreitigen Geschichten immer mal wieder fragen, befinde ich mich eigentlich noch mit meinem Mandanten auf der Seite des Rechts oder auf der Seite des Unrechts? So selbstreflektiert sollte man immer sein. Liebe Rechtsfreunde, schreibt mir mal unten in die Kommentare, was ihr zu dem
Thema zu sagen habt. Wart ihr vielleicht in der Zivilsache schon mal beim Anwalt und hattet das Gefühl, so bestimmte Sachen will der gar nicht so richtig wissen? Würde mich mal interessieren. Schreibt es mal rein. Ansonsten wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, verbreitet es, wenn ihr denkt, das könnte auch für andere Leute interessant sein. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, brecht die Regeln, aber nicht das Gesetz. Bis dann. Ciao.